Und bei uns in der Sendung begrüße ich jetzt Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Danke fürs Kommen. Herr Landeshauptmann, war das schwierigste Jahr in Ihrer politischen Laufbahn eigentlich heuer? Es war ein schwieriges Jahr, aber ich habe ja auch gleich nach meiner Angelobung 2015 die Amokfahrt, die Flüchtlingskrise gehabt. Das heuer war schon nachhaltig schwierig, weil es ja viele Erkrankungen gibt und die wirtschaftliche Lage schlechter geworden ist. Es war aber auch das erste Jahr seit Ihrer Wahl zum Landeshauptmann und mit Anton Lang gibt es auch einen neuen SPÖ-Vorsitzenden. Wie läuft denn die Zusammenarbeit, beziehungsweise tut es Ihnen manchmal leid, dass das Corona-bedingt etwas untergeht? Die Zusammenarbeit gerade in einer solchen Phase ist ohne jede Alternative und sie ist sehr gut. Aber welche Bereiche machen Ihnen denn da in der Landesregierung mehr Sorge? Der gesundheitliche Bereich, der wirtschaftliche Bereich oder vielleicht sogar der gesellschaftliche? Denn es ist ja für die Menschen unglaublich belastend, auch die Einschränkungen, aber auch die Sorge permanent. Ja, aber es ist keine Not. Not haben die Eltern und Großeltern erlebt. Jetzt bekommen wir die Leute gut durch die Krise. Das Wichtigste ist und bleibt die Gesundheit. Die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und dem müssen wir alle anderen Fragen unterordnen, so schwer es auch dann sein wird, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, die Arbeitsplätze zu sichern. Stichwort Gesundheit. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir ein großes Problem in der Pflege haben. Wie soll man denn da gegensteuern? Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass wir auch zur Kenntnis nehmen, die Menschen werden älter, die Medizin spezialisiert sich und dass die Jungen für die Alten und nicht nur die Alten auch für die Jungen da sein sollten. Wir müssen alles tun, um ein Altern in Würde zu ermöglichen. Aber das wird aufgrund der finanziellen Herausforderungen natürlich sehr, sehr schwer. Wenn Sie einen Ausblick wagen auf 2021, es wird eine Impfung geben, aber das Coronavirus verschwindet ja nicht einfach. Müssen wir weiterhin vorsichtig sein? In anderen Ländern trägt man immer schon Maske. Ich weiß nicht, ob nicht die Zeit kommt, dass wir in bestimmten Bereichen Masken tragen müssen. Aber jetzt gilt es einmal, dieses verdammte Virus zum Teufel zu jagen. Und da bin ich sehr optimistisch, wenn dann die Impfung da ist. Und ich hoffe schon, dass wir so um Pfingsten herum, Fronleichnam, das wieder alles so machen können, wie wir es gewohnt sind. Die Menschen brauchen die sozialen Kontakte. Wenn es die nicht gibt, fühlt man sich unwohl. Aber es gibt Ärgeres. Dann hoffen wir, dass das genauso eintritt. Herr Landeshauptmann, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.